Herzlich willkommen bei uns im Elbland-Klinikum Meißen zum virtuellen Rundgang durch unsere Entbindungsabteilung. Mein Name ist Heike Pschibilski, ich bin Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und hier im Haus die kreiserverantwortliche Ärztin. Vor Ihnen liegt einer der schönsten und unvergesslichsten Momente Ihres Lebens, die Geburt Ihres Kindes. Damit beginnt für Sie ein neuer, wichtiger und ereignisreicher Lebensabschnitt. Unser geburtshilfliches Team möchte Ihnen in dieser Zeit des Elternwerdens professionelle Unterstützung, menschliche Zuwendung und individuelle Betreuung bieten. Wir sind ein Haus mit perinatalen Schwerpunkt. Das bedeutet, dass wir ab der 32. Schwangerschaftswoche entbinden dürfen. Zu unserer täglichen Arbeit gehört die Betreuung und Absicherung von Risikoschwangerschaften und Risikogeburten. Zu den Risikogeburten gehören zum Beispiel Frühgeburten, Mehrlingsgeburten und Geburten bei Frauen mit schwangerschaftsbedingten Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes oder Bluthochdruck. Wir arbeiten sehr eng mit unserer Kinderklinik hier im Elbland-Klinikum Meißen zusammen, sodass wir rund um die Uhr einen Kinderarzt vor Ort haben. Zusammen mit meinen Kollegen möchte ich Ihnen nun die Räumlichkeiten unserer Entbindungsabteilung vorstellen und wir starten unseren Rundgang im Kreissaal. Mein Name ist Maren Bunzel, ich bin Hebamme und möchte Ihnen heute den Kreissaal im Elbland-Klinikum Meißen vorstellen. Wir befinden uns im Eingangsbereich. Wenn Sie zur Geburt zu uns kommen, nehmen wir Hebammen Sie in Empfang. Auch Terminvereinbarungen für ambulante CDGs, Geburtsplanungen und vorgeburtliche Gespräche finden hier statt. Hier sehen Sie zwei meiner Kolleginnen und unseren Arbeitsplatz zur Dokumentation. Nun möchte ich Ihnen gern unsere sogenannte Kuschelecke zeigen. Wenn Sie mit leichten, noch unregelmäßigen Wehen zu uns kommen oder sich in der Anfangsphase der Geburt befinden, können Sie sich hier mit Ihrem Partner zurückziehen. Sie können nahe dem Kreissaal sein und die Sicherheit der anwesenden Hebamme genießen. Gemeinsam mit Ihrem Partner können Sie sich hier frei bewegen, ruhen, Kraft sammeln. Zum Bewegen können Sie unter anderem unseren Petsi-Ball nutzen. Auch Wasser, Tee, Massagebälle und Wärmekissen stehen Ihnen gern zur Verfügung. Dieser Raum wird auch für ambulante und stationäre CDGs genutzt. Wenn die Wehentätigkeit kräftiger und häufiger wird, würden wir einen unserer modernen, freundlich und hell eingerichteten Kreissäle beziehen. In diesem Kreissaal sehen Sie unsere Gebärlandschaft. Hier haben Sie die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Positionen zu probieren. Sie können unter anderem den Gebärhocker, das Geburtsseil oder den Petsi-Ball nutzen. Auch ein Vierfüßlerstand oder im Bett liegend ist möglich. Wir bieten auch Entspannungsbäder an. Selbstverständlich können Sie Ihre Lieblingsmusik zum Entspannen mitbringen. Darüber hinaus bieten wir die alternativen Methoden der Schmerzerleichterung an. Mithilfe von Aromatherapie, Homöopathie, Bewegung, Massagen und Entspannungsbädern. Ebenso arbeiten wir zur Schmerzerleichterung mit Hilfe der Schulmedizin, mittels Medikamenten bis hin zur Peritoralanästhesie. Während der Geburt achten wir mit der CDG-Überwachung auf das Wohlbefinden Ihres Kindes. Um die aufrechte Haltung und Bewegung und Entspannungsbäder zu unterstützen, ist dies mit einer sogenannten Telemetrie gut möglich. Das ist eine Übertragung per Funk. Dies ist unsere Wanne zur Entspannung und Entbindung. Auf Wunsch und bei unkompliziertem Schwangerschafts- und Geburtsverlauf können Sie die Möglichkeit der Wassergeburt nutzen. Bitte äußern Sie dies zum Vorgespräch, da eine Blutentnahme unsererseits notwendig ist. Die Wärme des Wassers dient zur Entspannung und Schmerzerleichterung. Dies ist ein weiterer unserer insgesamt drei Kreissäle. Falls Ihr Kind zu früh geboren wird, Anpassungsstörungen oder einen etwas schwierigen Start ins Leben hat, ist jederzeit eine Intensivversorgung durch unsere Kinderärzte, Kinderkrankenschwestern und Hebammen hier direkt im Kreissaal möglich. Das ist unsere Papa-Lounge. Da eine Geburt unterschiedlich lang dauern kann, haben wir diese für die werdenden Väter eingerichtet. Hier können Sie sich zurückziehen, um einen Tee, Kaffee oder Mahlzeit zu sich zu nehmen. Sich zu stärken, um dann Ihrer Frau wieder tatkräftig zur Seite zu stehen. Auch vorgeburtliche Gespräche finden hier ab der 36. Schwangerschaftswoche statt.
Dies ist unser dritter, klein und gemütlich eingerichteter Kreissaal. Auch hier haben Sie verschiedene Möglichkeiten, unterschiedliche Positionen zu probieren. Wenn Sie entbunden haben, verbleiben Sie ca. 2 Stunden bei uns im Kreissaal. Sie haben Zeit, Ihr Kind kennenzulernen, zu bonden, zu stillen, es zu wiegen und zu messen. Wenn es Ihnen und Ihrem Kind gut geht, werden Sie nach ca. 2 Stunden von der Hebamme in Richtung Mutter-Kind-Zentrum verlegt. Falls der Papa die erste Zeit mit Ihnen und Ihrem Kind mit in der Klinik verbleiben möchte, ist es in einem unserer Familienzimmer gern möglich. Hallo, mein Name ist Sabine Kalleis. Ich bin Oberärztin in der Kinderabteilung. Unser Team besteht aus Kinderschwestern, stillgeschulten Schwestern und Kinderärzten. Wir stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Wir kommen täglich zur Visite und besprechen, was für Vorsorgeuntersuchungen bei Ihrem Kind anstehen, welche wir gemeinsam mit Ihnen auf der Station durchführen. Bevor Sie nach Hause gehen, führen wir gemeinsam ein Entlassungsgespräch durch und die Entlassungsuntersuchung. Wir befinden uns jetzt im Mutter-Kind-Zentrum. Mein Name ist Heike Knoch und ich zeige Ihnen jetzt unser Familienzimmer. In unserem Mutter-Kind-Zentrum werden Sie in Ein- und Zwei-Bettzimmern betreut. Diese verfügen über eine separate Wickeleinheit, einen Stillstuhl. Wir stellen Ihnen ein separates Stillkissen zur Verfügung. Außerdem verfügen die Zimmer über Fernseher, es gibt kostenloses WLAN und eine separate Sanitärzelle. In unserem separaten Stillzimmer unterstützen Sie unsere erfahrenen Kinderkrankenschwestern beim Stillen und bei der Versorgung Ihres Kindes. Außerdem verfügt unsere Station über mehrere Kinderwagen, mit denen Sie gerne einen Ausflug in unseren Park unternehmen können. Zum Frühstück und zum Abendbrot erwartet Sie ein leckeres Buffet. Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie unseren virtuellen Rundgang besucht haben und freuen uns darauf, Sie demnächst bei uns begrüßen zu dürfen.